Gracias. Señor Obermayer. Danke, Herr Präsident. Diese sogenannte Assoziierung sehr schön reden, vermisse ich natürlich die Ehrlichkeit bei der ganzen Diskussion. Die könnte man in vielerlei Punkten unterstreichen. Zum Beispiel wirtschaftliche Situation von Moldawien. Wir reden nicht darüber, dass Moldawien ein Bruttoinlandsprodukt hat und damit auf Platz 143 des World Rankings zwischen Benin und Haiti liegt. Wir reden heute nicht darüber, dass es ein Pro-Kopf-Einkommen hat und damit auf Platz 131 liegt zwischen Tonga und Laos, meine Damen und Herren. Wir reden nicht davon, dass ca. 20% der Arbeitnehmer von Moldawien heute Gastarbeiter in Russland sind und es zu einer Entfremdung mit Russland kommen wird und somit wieder 300.000 bis 500.000 Moldawier persönliche Schicksale haben werden, wo wir uns auch zu kümmern haben und die wahrscheinlich auf den europäischen Arbeitsmarkt drängen werden, meine Damen und Herren. Wir reden nicht darüber, dass es ohne dies bereits ca. 500.000 Moldawier gibt, die illegal durch die Hintertür europäische Pässe oder Pässe von Rumänien erhalten haben und auch schon am Arbeitsmarkt in Europa sich befinden. Ganz egal, meine Damen und Herren, welche Motive sie haben, ob es um eine NATO-Erweiterung durch die Hintertür geht, ob es um eine weitere Eingreifung von Russland geht. Sind Sie so ehrlich und geben Sie es zu. Und ich verbitte mir, dass hier ein Kollege aus Polen vorwirft, dass Sie mir eine Stimme der Schande sprechen, weil wir anderer Meinung sind. Da vermisse ich von Ihnen, Herr Vorsitzender, dass Sie eingegriffen haben und einen Ordnungsruf ausgesprochen haben und mich auch nicht zu Wort haben kommen lassen. Danke, dass ich jetzt das wenigstens nachholen darf. Ganz egal, was immer herauskommt, es wird in jeder Hinsicht für Europa teuer werden, politisch wie auch monetär. Gracias. Bien, pasamos al Cachillei. Tenemos muy poco tiempo. Son las 11 menos 10. A las 11 corresponde votar, por lo que hay muchas peticiones de palabra, pero me van a permitir que vayamos dando la palabra en función de los grupos políticos, por lo que el señor